Seit Freitag ist der neue Raid Crota draußen und damit auch die Necrochasm. In den ersten 48 Stunden hat man diese Waffe bekommen, als man einfach nur den Raid abgeschlossen hat. Jetzt bekommt ihr eine Quest am Ende, wo ihr erstmal eine weiße Variante der Waffe bekommt. Dort müsst ihr mit dieser Waffe 100 Kills machen. Danach bekommt ihr die lilane Variante. Hier müsst ihr Überseelfragmenten einsammeln. Diese bekommt ihr im Raid, wenn ihr Encounter abschließt und auch wenn ihr Triumph abschließt. Hier müsst ihr 20 Stück davon sammeln. Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr nur noch am Ende des Raids Crota legen, zum Schwert hingehen und dort könnt ihr euch dann die exotische Waffe Necrochasm zu eurem machen. Der Katalysator ist auch ziemlich einfach. Hier geht ihr nämlich auch natürlich wieder in Crotas Ende rein. Nach der Brückenphase habt ihr auf der rechten Seite eine grüne leuchtende Platte. Dort müsst ihr mit der Necrochasm draufgehen. Dann erscheinen viele Schwerter und blaue Schwertritter, die ihr schon aus dem Encounter davor kennt. Die müssen alle getötet werden. Dann müsst ihr zurück über die Brücke, dort auch alle blauen Ritter töten und dann müsst ihr in das Portal. Dann spawnen nochmal Ritter. Die müsst ihr auch alle töten. Das müsst ihr in einer gewissen Zeitspanne machen. Wenn ihr das nicht schafft in dieser Zeitspanne, ist es nicht schlimm. Ihr könnt das jederzeit neu machen. Habt ihr das geschafft? Geht ihr erstmal weiter, macht die weiteren Encounter und nachdem ihr die Hexe getötet habt, müsst ihr unten in den rechten Turm reingehen. Dort taucht auch wieder eine grüne Platte auf, wo ihr euch mit dem Necrochasm draufstellt. Und dann links, rechts und in der Mitte erscheinen normale Schwertträgerritter, die müsst ihr töten, die Schwerter an euch nehmen und dann spawnen auch wieder überall blaue Schwertritter. Auch in der Mitte, links, rechts, oben, unten. Wenn ihr diese alle gekillt habt, kommen in der Mitte aus der mittleren Tür unten auch nochmal 6 Ritter raus, die ihr auch töten müsst. Das auch wieder in einer gewissen Zeitspanne. Wenn ihr das nicht schafft, könnt ihr es wieder von vorne machen. Und schon habt ihr den Katalysator. Dort müsst ihr dann auch nochmal Fragmente einsammeln, die ihr auch natürlich im Raid bekommt. Und was dieser Katalysator macht, ist einfach nur, wenn man Gegner mit Präzisionskills tötet, kann man schneller nachladen. Aber was macht die Waffe an sich eigentlich? In Destiny 1 war es eine Primärwaffe, die Akkuschaden verursacht hat. Das war ziemlich einzigartig. Hier verursacht sie jetzt nur Kinetikschaden, beziehungsweise macht diesen komischen Giftschar Schaden, wenn wir Gegner mit Präzisionskills töten. Dann explodieren die Gegner wie so ein verfluchter Leibeigener und der Perk von der Exo-Waffe sorgt auch dafür, wenn wir Gegner mit einem Präzisionskill killen, diese explodieren und auch noch andere Gegner mit in den Tod reißen, wird das Magazin automatisch direkt vollgeladen. Das Lustige hier dran ist, dass diese Waffe halt dadurch, dass sie diesen Char-Magie-Schaden macht, mit den exotischen Warlock-Armen nekrotische Griffe sehr gut funktionieren. Hier ist es nämlich auch einfach nur so, wenn ihr einen Gegner tötet mit Präzisionsschaden, dieser Gegner explodiert, kommen überall diese Gifteffekte raus und in Kombination mit den beiden ist das ein richtig guter Ad-Clear. Ich würde sagen, diese Waffe ist natürlich jetzt kein Endgame-Must-Have, wie es vielleicht einige andere Waffen sind. Im PvP lässt sie sich auch ganz gut spielen, aber vor allen Dingen spiele ich sie sehr gerne auf dem Warlock zum Ad-Clear. Es funktioniert wirklich sehr, sehr gut und mir macht die Waffe auch auf jeden Fall Spaß und dieses Mal ist es nicht so, dass man 1000-mal den Raid abschließen muss, bis man sie bekommt, aber man bekommt sie auch nicht geschenkt. Man muss einiges tun, damit man diese Waffe bekommt und ich finde, das ist eine ziemlich gute Lösung. Aber schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt, ob euch die Waffe gefällt oder nicht, ob ihr sie vielleicht auch schon habt. Und das war's dann auch von meiner Seite. Ciao, ciao!